Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tusken News. Was war denn letzte Woche so los? Also zum einen hatten wir ein Jubiläum und zwar von den Wirtschaftsjunioren und zwar das 25. hier im Tusker am Freitag. Genau, und am Sonntag, also heute, ist oder war die Wahlparty. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder was drunter vorstellen. Und diese Woche haben wir direkt am Montag die Einschreibung in die Projektwoche. Wer ein cooles Projekt haben will, das nicht verpassen, weil die sind ja immer schnell weg. Sonst habt ihr noch bis zum 2.10. Zeit, also... Genau. Dann am 4. haben wir den ersten Tutorenabend vom 11. Jahrgang hier im Tusker um 18 Uhr. Also auf jeden Fall dabei sein und das Tutorium unterstützen. Genau, und am 5. und 6.9. haben wir die Fototermine. Heißt, da geht dann eure Klasse wieder hin und macht ein Foto. Ja, ihr kennt das Prozedere. Genau. Und dann auch am 6. ist das Fontane-Projekt von unserer Schule. Und zwar ein Gang durch Licht und Klang. Und das findet im Tempelgarten statt. Und zwar 22 bis 24 Uhr. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, und unser letzter Termin der Woche ist am 7.9. Das ist das Konzert des Chorus Mirus zusammen mit Querbeat in Regelin um 14.30 Uhr. Tusker-Termine haben wir sonst keine weiteren. Und dann kommen wir zu den Welttagen. Genau. Einmal der internationale Tag und zwar World Letter Writing Day, das heißt Welttag des Briefschreibens. Und in Deutschland haben wir Tag des Zebrastreifens. Ja, das klingt doch schön in dem Sinne. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Hier seht ihr noch das Essensangebot. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.